Deutschland. Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Karl von Drais, die Laufmaschine. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben viel zum Weltkulturerbe beigetragen und uns allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Ich möchte auch Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Karl von Drais, die Laufmaschine, zunächst zur Biografie. Karl Freiherr von Drais wurde am 29. April 1785 in Karlsruhe geboren und starb auch dort am 10. Dezember 1851 mit 66 Jahren. Er war ein badischer Forstbeamter und Erfinder. Er erfand ein Laufrad, das zum Vorläufer des heutigen Fahrrades wurde. Sein Vater war der badische Hofrat Karl Wilhelm Friedrich von Drais von Sauerbronn und seine Mutter Margarete Ernestine von Kaltental. Nach dem Gymnasium in Karlsruhe besuchte er die private Forstlehranstalt seines Onkels von 1800 bis 1803. Von 1803 bis 1805 studierte er Baukunst, Landwirtschaft und Physik an der Universität Heidelberg. 1810 wurde er badischer Forstmeister ohne Forstamt und wurde vom Dienst freigestellt, um seiner Tätigkeit als Erfinder nachzugehen. 1818 wurde er zum Professor für Mechanik ernannt und erhielt ein Forstmeistergehalt bis zum Lebensende. Karl von Drais nahm von 1822 bis 1827 an einer Brasilien-Expedition teil. Danach wohnte er in Waldkatzenbach sowie in Mannheim und ab 1845 wieder in Karlsruhe. Bei der bürgerlichen Revolution 1848 war er Mitglied der Bürgerwehr und verzichtete vorübergehend auf seinen Adelstitel. Zu seinen Erfindungen gehörten zahlreiche alltägliche Dinge, die er theoretisch andachte, die meisten wurden praktisch nicht ausgeführt. Darunter findet sich auch eine Schnellschreibmaschine mit 16 Tasten, ein Holzsparherd, eine Verbesserung des Feuerlöschwesens und ein Wagen ohne Pferde, der die Grundlage für die Eisenbahndraisine darstellte, die dann zuerst in Wien gebaut und nach ihm benannt wurde. Hier im Bild ein etwas anderes Modell, aber auch eine Variante der Eisenbahndraisine. Hier in dem kurzen Video der amerikanische Schauspieler Buster Keaton, mein Lieblingsstar aus der frühen Stummfilmzeit, ein origineller Schauspieler, der stark unterschätzt wurde. Er zeigt hier die Art der Fortbewegung auf der Draisine perfekt und überpointiert durch das Abstoßen und das Ausbalancieren. Von Drais bedeutendste Erfindung aber ist das Laufrad, die Laufmaschine. Die Idee für dieses Urfahrrad soll ihm beim Schlittschuhlaufen gekommen sein. 1817 präsentiert er zum ersten Mal ein gelenktes Zweirad mit einem Holzrahmen und zwei gleich großen Holzrädern, von denen das vordere mit einem Deichsellenker geführt wurde. Angetrieben wurde das Gefährt durch abwechselndes Abstoßen mit den Beinen. Die Fahrtrichtung wurde mit dem Lenker
und durch Ausbalancieren des Gefährtes erreicht, ohne dass die Füße den Boden berührten. Mit der etwa 50 Pfund schweren Laufmaschine waren Geschwindigkeiten von mehr als 15 Stundenkilometern möglich. Damit war die Laufmaschine zu der Zeit das schnellste Gefährt auf den Straßen. Die erste Probefahrt fand am 12. Juni 1817 statt und führte von seinem Mannheimer Wohnhaus über 7 Kilometer nach Schwetzingen im heutigen Mannheimer Stadtteil Rheinau und zurück und dauerte eine Stunde. Spätere öffentliche Ausfahrten folgten und zuletzt eine Fernfahrt von Karlsruhe nach Kehl im August 1817. 1818 erhielt er dafür ein badisches Patent. Schon bald waren die neuen Laufmaschinen in ganz Europa populär. Das zeigt auch dieses Bild von einem Velozipedrennen in Paris. In England hießen die gleichen Maschinen Dandy Horses. Der Patentschutz war aber zu der Zeit noch schlecht entwickelt, sowohl national als auch international. Im Ausland wurden leider eifrig Nachbauten erstellt, sodass von Dreis ab 1820 keine Exemplare seiner Laufmaschine mehr verkaufen konnte und er auch keinen wirtschaftlichen Erfolg hatte. Es kam zum Niedergang und nach einer Schlägerei auch zum gesellschaftlichen Absturz und dann zu häufigem Alkoholkonsum. Die Jugend spielte ihm Streiche. In der Badischen Revolution 1848 stellte er sich auf die Seite der Bürger, verzichtete auf seinen Adelstitel und wandte sich gegen die Obrigkeit. Wir sehen also bei ihm ein aufrechtes Verhalten mit Zivilcourage. Als die liberale Revolution dann scheiterte, strich ihm der Staat die Pension. Ein politisch motiviertes, aus staatlicher Rachsucht eingeleitetes Entmündigungsverfahren wurde durch die Angehörigen abgewehrt. Am 10. Dezember 1851 verstarb Karl von Dreis in Karlsruhe mit geringem Nachlass. Zum Werk von Karl von Dreis und seiner Wirkung. 1813 entwickelte von Dreis einen vierrädrigen Wagen ohne Pferde, der mit einer Kurbelwelle bewegt wurde, aber nach Anfangserfolgen nicht weiter verfolgt wurde. Aus ihm wurde in Österreich die Eisenbahn-Draisine weiterentwickelt. Seine einspurige Laufmaschine von 1817 erreichte immerhin die dreifache Geschwindigkeit eines Fußgängers. Sie hatte gepolsterte Balancierbrettchen für das Auflegen der Arme und eine Schleifbremse für das Hinterrad. Durch die Brasilien-Expedition geriet das Laufrad zunächst in Vergessenheit. Dreis selbst benutzte es mit Verbesserungen bis zum Lebensende. Hier im Museum eine solche Laufmaschine des Freiherrn von Dreis. Hier werden auch die Dimensionen beschrieben. Das Gewicht von 20 Kilogramm oder 40 Pfund ist nicht leicht, aber im Alltag doch zu handhaben. Weiteres zum Werk von Karl von Dreis und seiner Wirkung. Viele Jahre geriet das Laufrad zunächst in Vergessenheit. Erst 20 Jahre später tauchen Versionen des Fahrrades wieder auf. Zwei Franzosen, Pierre Michaud und Pierre Lallement, brachten 1861 Tretkurbeln an. Der Rahmen wurde nun aus Schmiedeeisen hergestellt und der Sattel wurde gefedert. Nach der Luftfüllung der Reifen durch John Dunlop und verschiedenen Verbesserungen der Rollenkette trat das Fahrrad dann ab der Jahrhundertwende seinen Siegeszug rund um die Welt an. Hier ist er im Bild, der freundliche alte Opa John Boyd Dunlop, ein schottischer Tierarzt und Bastler und Tüftler, macht hier 100 Jahre später die Straßen unsicher. Ihm blieb von dem wirtschaftlichen Erfolg wenig übrig, das hatten andere, aber ihm blieb der Ruhm, der übrigens zweite Erfinder des luftgefüllten Fahrradreifens gewesen zu sein und auch der Erfinder des Luftventils. Dieses italienische Original, ein Geograf und Professor, reiste immerhin 1873 mit dem Laufrad von Mailand nach Wien und noch ohne luftgefüllte Reifen
und wieder zurück, also zweimal über die Alpen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.